Der Wald-Wild-Konflikt ist eigentlich kein Wald-Wild-Konflikt, sondern es ist ein Wald-Mensch-Konflikt, ja, oder ein Mensch-Wild-Konflikt. Aber im Endeffekt kann man Wald und Wild zusammenbringen. Wir müssen für das Wild Esungsflächen schaffen. Wir müssen auch Ruhezonen für sie schaffen. Und wenn wir das hinkriegen, dann wird auch der Wald von alleine wachsen. Also die Kombination von Sturm, Dürre und Borkenkäfer insbesondere hat hier also gewaltige Kahlflächen verursacht. Und was hier an Schaden entstanden ist, das ist ein Vielfaches von dem, was jemals an Wildschaden auf diesen Flächen entstanden ist und beziffert werden kann. Und es ist zu einfach und zu kurz gedacht, wenn man jetzt die Ursache beim Wild sucht und bei Wildbeständen sucht und die Lösung dieses Problems in der Bekämpfung von Rotwild oder in der Reduktion von Wildbeständen sieht, sondern hier spielen ganz andere Faktoren eine Rolle und das ist einfach eine ökologische Katastrophe, die dem Klimawandel und den daraus resultierenden Folgen und Folgeeffekten zuzuschreiben ist und schon gar nicht dem Wild.